Und wir gehen in Runde 2. Gutes Knie wieder von Alvia Lima. Das macht er sehr gut. Und das macht er auch sehr häufig. Mal schauen, dass man da im Unfall die Übersicht behält. Dranbleibt. Gute Aktion damals vom Körper von Barakat. Und hier mit dem linken Kick da wird ein bisschen nach unten gedrückt. Natürlich in das Knie reingedrückt förmlich. Die Ecke von Lima fordert den schnellen Angriff. Die Links-Rechts-Kombination und immer wieder die Knie. Ich bin mal gespannt, was die Punktrichter da mehr bewerten. Man sagt ja, es geht um die Aggressivität. Also wer ist der Aggressivere, aber auch natürlich um die Effektivität. Barakat marschiert viel nach vorne. Alvia Lima ist der Effektivere. Gute Aufwärtshaken von Lima. Und Barakat muss da raus aus der Gefahrenzone. Die Anfeuerungsrufe für Barca Barakat. Verzacken, gut im Ziel von Alvia Lima. Immer die Aktion des Ringrichters im Hintergrund zu sehen, der da an den Ringseilen zieht, um die Kämpfer sozusagen wieder in die Ringmitte reinzubringen. Oder zumindest raus aus den Seilen. Die letzten Sekunden dieser zweiten Runde laufen. Und da ist sie vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr zufrieden ist, Alvia Lima. Das läuft gut für ihn. Mit seinen Knieattacken hat er da wirklich guten Erfolg. Luister, schlachten. Gooi op. Even die eerste 20 seconden is te erin. Gooi iets meer die knie naar het lichaam. Chaos und bin wieder. Iets meer en dan pas naar het hoofd. Gooi een keer. Knie ins Ziel. Dan pas nog zo. Niet 1-2 maken. Und hält sich dann noch trotzdem auf den Beinen bei dieser Aktion von Barakat. Also sehr gut. Wer sich da einbringt, Alvia Lima. Gefällt mir gut. Es kommt die dritte hier. Die Aktion von Barakat, die zu nicht zählbaren angewandt werden konnte. Die dritte Runde. Die dritte Runde.